Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Heute mit ein paar Schalkerbruchsen unter mir. Und wir werden den ersten Teil von unserer Therme angehen. Okay, nicht den ersten Teil, aber einen weiteren Teil. Denn was ich hier habe, ist einiges an Sandstone. Die smooth Variante und auch die normale Variante und eine Kiste mit rotem Sandstein, und das brauchen wir für die Wände. Und ich denke, in der heutigen Folge mache ich mal die äußeren Wände, und dann muss ich mir da noch überlegen, wie wir das Dach drauf machen. Und ich denke, die Raumhöhe außenrum wird etwas niedriger sein als die Raumhöhe innenrum. Das Höchste, was wir da haben, ist das Portal. Und diese Kisten hier, die müssen sowieso aus dem Weg. Ich denke, ich fange mal einfach an mit ein paar Blöcken, und dann sehen wir, wie das Ganze sich entwickeln wird. Ich habe mal zwei Reihen Sandstein platziert, und was ein bisschen überraschend war, ich habe gar nicht so viel Sandstein gebraucht. Und ihr könnt sehen, die Wände haben hier ein Muster. So, auf der zweiten Ebene ist es ungefähr 50-50 Sandstein und die Cut-Sandstein-Variante. Und oben haben die mir dann recht wenig Sandstein drin, und dafür haben wir etwas Smooth Sandstein-Schein mit dabei. Und die nächste Reihe, die ist etwas für den Kontrast mit dem roten Sandstein. Und dann denke ich, brauchen wir nochmal eine normale Sandsteinreihe oben drüber, bevor wir dann das Dach machen können. Denn wir wollen, dass die rote Sandsteinreihe recht prominent ist. Und wenn wir dann ein Dach rüber machen, das nach außen runterhängt, dann verdeckt das die obere Hälfte der obersten Schicht von unserer Mauer. Und da denke ich, wäre es schade, wenn das vom roten Sandstein ist, weil dir ist recht schwierig ranzukommen. Drum wollen wir den auch möglichst prominent platzieren. Aber dann mache ich noch die letzten beiden Reihen drauf, und dann können wir nochmals anschauen, wie das Ganze rausgekommen ist. Die letzten beiden Reihen sind nun auch platziert, und bei der roten Sandsteinreihe, da dominiert der Smooth Sandstein. Und ganz oben, da haben wir dann auch nur noch die glatte Variante und den geschnittenen. Und hier an den Eckstellen können wir sehen, bei den roten, da haben wir die Chiseled Blöcke drin. Nun aber haben wir hier noch jenste Plätze frei, und das, was da reinkommt, das werden Wände sein, so dass wir schöne Säulen in die Höhe ziehen können. Und ich denke, für die machen wir keine roten Varianten, sondern die werden durchgängig in Sandstein sein.
Nun, ich glaube, ich habe genügend Sandstein hier auf der Seite, damit ich das machen kann. Gut, dann packe ich das mal hier rein. Und wenn die Wände dann platziert sind, dann werden wir sehen, wie das Ganze rauskommt. Mit diesen Wandblöcken können wir sogar an einen rechteckigen Raum etwas mehr Rundung verleihen, wie wir das hier in diesem Eck haben. Und natürlich machen die auch schöne schmale Säulen. Und das geht ganz gut zusammen mit hier dem geschälten Birkenholz. Und hier auf dieser Seite haben wir ein anderes Design, wo wir effektiv nicht die Säulenform haben, sondern eine ganze Wand, weil ich habe das Gefühl, so ist der Raum hier drin etwas geräumiger und nicht so klaustrophobisch. Nun, alles, was jetzt noch zu tun ist, ist ein Dach draufzusetzen. Und das könnte etwas schwierig sein. Oder ich muss zumindest mal rausfinden, wie ich das mache. Denn die beiden Ecken da hinten, wo wir ja die Wandblöcke in die Ecken gesetzt haben, die sollten eigentlich rund sein. Und weil der mittlere Teil höher ist als der äußere, denke ich, machen wir hier ein Dach aus Deep Slate, ähnlich wie wir es da haben. Und in der Mitte machen wir dann ein Kupferdach, so wie wir es bei der Creeper Farm haben, bei dem Tempel da hinten. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich noch etwas mehr Kupfer, und zwar insbesondere in der oxidierten Form. Also könnte noch ein Weilchen dauern, bis wir da den mittleren Teil auch in Angriff nehmen. Aber ich muss da etwas pröbeln, bis ich hier eine ansehnliche Dachkonstruktion hinbekomme für den äußeren Teil. Wie ihr sehen könnt, ist das Dach nun platziert und ich habe auch ein paar Glow Legion obendrauf platziert, sodass uns keine bösen Überraschungen auf den Kopf fallen. Und ich denke, die nächste Folge könnte etwas auf sich warten lassen. Wir haben einige Projekte abgeschlossen, wie den Vulkan da hinten, das Kolosseum, unsere Straßen, und innerhalb vom Berg, da ist noch einiges zu tun, aber ich denke, da brauche ich erstmal ein bisschen Inspiration, um rauszufinden, wie ich das Ganze haben möchte.
Und das war's erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann hinterlasst doch einen Like. Und falls ihr weitere Folgen in der Zukunft nicht verpassen möchtet, dann klickt doch auch noch den Subscribe-Button. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.